an dieser Stelle auch Ihnen allen ein gutes neues Jahr. Passend dazu habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht von Schiller. Und ich dachte so zum Jahresbeginn passt so ein Zitat von Schiller doch ganz gut. Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen. Ich finde aber auch, es passt auch zum heutigen Tag und zum heutigen Vortrag, der sich ja eben mit Diversitätsorientierung im Studienalltag beschäftigen wird und verbunden damit mit einer Leitfrage, die ich hier eingeblendet habe, ob denn Heterogenität eine Herausforderung ist oder eine Chance. Und das möchte ich heute mit Ihnen anhand drei Abschnitten gemeinsam durchgehen. Ich habe das untergliedert. Einmal möchte ich das im Kontext allgemein von Hochschule durchgehen, dann auch in Bezug auf Lehre und dann abschließend eben in Bezug auf Schreibdidaktik und da dann auch exemplarisch das anhand meiner Lehrformate dann Ihnen auch mit Ihnen gemeinsam besprechen. Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch und ja, würde sagen, wir starten mit dem ersten Abschnitt Hochschule. Ich finde, dieses Bild zeigt das schon mal ganz gut. Heterogenität heutzutage ist ein sehr breiter Begriff. Mit Heterogenität werden heutzutage sehr unterschiedliche Studierende gemeint. Ich habe hier exemplarisch mal verschiedene Studierendengruppen abgebildet. Unter Heterogenität verstehen wir zum Beispiel ausländische Studierende, aber zum Beispiel auch Studierende ohne Abitur, wie aber auch zum Beispiel erste Generation Studierende, die heute aber auch Arbeiterkinder genannt werden, oder zum Beispiel Studierende mit Beeinträchtigung, Studierende, die vielleicht Angehörige pflegen, erwerbstätige Studierende. Das heißt, die heutigen Studierenden sind im Verhältnis zum Beispiel zu den Studierenden damals aus dem 18. und 19. Jahrhundert viel heterogener. Sie bringen viel mehr Bedürfnisse mit und entsprechend stehen die Hochschulen heutzutage vor verschiedenen Herausforderungen, wie sie eben mit dieser Heterogenität umgehen. Gleichzeitig wird aber mit diesem Begriff Heterogenität oft auch, ja, man kann schon fast sagen, dieser Begriff Heterogenität wird auch oft ins negative Licht gerückt, weil damit automatisch oft auch verbunden wird, die Defizite der Studierenden eben aufgrund dieser unterschiedlichen Bedürfnisse, die sie heutzutage eben mitbringen. Und ja, entsprechend ist es auch an dieser Stelle vielleicht auch erstmal wichtig, nochmal zu schauen, was genau meinen wir eigentlich mit Heterogenität? Und kann man das wirklich so sagen, dass Heterogenität automatisch eine mangelnde Studierfähigkeit auch bedeutet? Ich habe das jetzt mal versucht, so tabellarisch aufzulisten. Heterogenität wird oft auch als Synonym für Diversity oder Diversität verstanden, was das Ganze auch nochmal so ein bisschen komplizierter macht. Können wir wirklich sagen, dass diese beiden Begriffe genau das Gleiche meinen? Oder müssen wir hier vielleicht schon mal nochmal differenzieren? Ich habe das jetzt mal versucht, in Form dieser Tabelle zu machen und habe mich dabei auf diese beiden Autoren, die ich unten eingeblendet habe, berufen. Heterogenität verstehe ich. Zum einen eben muss man auch erstmal schauen, dem Herkunft des Begriffs. Er stammt eben eher aus diesem schulischen Begriff und bezieht sich dabei insbesondere eben auf die Unterschiede einzelner Personen in Bezug auf einer gesamten Gruppe. Das heißt, wenn wir jetzt im Hochschulkontext bleiben, eben die einzelnen Studiergruppen, die ich vor uns eingeblendet habe, in Bezug eben zum Beispiel auf das Thema Hochschule. Das Problem an dem Begriff ist eben aber dabei, dass dieser oft negative Bezüge hat, weil er wird oft in Bezug auf Homogenität
verstanden. Einheitlichkeit. Und dementsprechend, ja, wird Heterogenität, wenn man auch so die Literatur oder auch Reportagen heutzutage anschaut, schwenkt da immer so ein bisschen was Negatives mit. Und was ein bisschen auch schade ist. Und entsprechend muss man jetzt hier auch nochmal schauen, ist Heterogenität wirklich so negativ, ist damit auch automatisch verbunden Heterogenität wirklich herausfordernd. Entsprechend habe ich dann auch mal weitergeschaut und bin eben bei Diversität gelandet. Diversität, was meinen wir damit? Ich hatte gerade gesagt, wird oft als Synonym verwendet für Heterogenität und habe dann gedacht, na, es kann ja eigentlich nicht so sein. Zwei Begriffe meinen das Gleiche und bin dann drauf gekommen, nein, man kann diese beiden Begriffe unterschiedlich definieren. Mit Diversität, der Begriff kommt eher aus dem ökonomischen Bereich und bezieht sich im Vergleich zu Heterogenität eher auf die Vielfalt. Also Heterogenität bezieht sich ja eher auf die Unterschiede und Diversität eher auf die Vielfalt. Das heißt, die Vielfalt wird als Chance gesehen und meint damit aber auch den Umgang mit dieser Heterogenität, die aber im Vergleich zur Heterogenität, die ja eher so ein bisschen negativ als Herausforderung gesehen wird, eher als Chance. Und deswegen auch jetzt hier diese beiden Unterschiede. Ich habe es jetzt nochmal versucht, grafisch darzustellen. Heterogenität und Diversität. Heterogenität hatte ich ja gerade gesagt, das meint eher so diese Unterschiede in Bezug eben auf diese verschiedenen Merkmale, die eben aufkommen können bei Studierenden, und Diversität eben der Umgang mit diesen unterschiedlichen Merkmalen. Bei Heterogenität können dann zum Beispiel eine Rolle spielen die individuellen Faktoren von Studierenden, zum Beispiel Geschlecht oder Wohnort. Es können aber auch soziale Faktoren sein, wenn man jetzt zum Beispiel auch in Bezug zum Beispiel auf Arbeiterkind schaut, dass man eben guckt, welche sozialen Faktoren können eine Rolle spielen. Und wenn man dann eben diese Faktoren in Bezug eben auf die Lernvariablen blickt, wird man dann eben merken, dass das schon eben eine Rolle spielt, zum Beispiel auf das Thema Motivation bei Studierenden. Und das ist dann natürlich auch wichtig für den Berater oder eben auf den Lehrenden, dass man dann eben das auch mit im Hinterkopf behält. Gleichzeitig eben beim Thema Diversität ist es eben auch wichtig, dass man schaut, wie möchte man mit diesem Thema Heterogenität umgehen. Ich habe jetzt hier mal vier verschiedene Möglichkeiten vom Umgang aufgelistet und habe diesen ersten Begriff gelb markiert. Warum? Weil nach auf Korte Michaelis Inklusion eben der Begriff ist, der eben dazu befähigt, eben diese Vielfalt wirklich als Chance zu sehen und eben bei Inklusion auch eben tatsächlich die Bedingungen geschaffen werden, in denen, wenn wir jetzt im Hochschulkontext bleiben, tatsächlich alle Studierenden berücksichtigt werden. Sie bekommen ihren Platz, den sie brauchen. Es werden ihre Bedürfnisse abgebildet und eben sie können eben hier die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Im Vergleich zu den anderen drei Möglichkeiten, eben Exklusion, Segregation und Integration, in dem eben es hauptsächlich mehr darum geht, einzelne Gruppen auszuschließen oder eben auszusondern bzw. wieder einzugliedern, aber dann eben immer einzelne Studierendengruppen nicht mehr drin vorkommen, während eben bei der Inklusion alle gemeinsam betreut oder unterstützt werden. Und das ist eben das, wo eben Hochschulen langfristig hingehen sollten. Ich habe jetzt mal
um das mal exemplarisch anhand zwei Studiengruppen exemplarisch darzustellen, versucht es mal abzubilden, was eben diese einzelnen Studiengruppen für Merkmale mitbringen, um dann eben zu schauen, sind es eben Merkmale, die tatsächlich als Herausforderung gesehen werden können oder inwieweit sie sich auch mit anderen Studiengruppen vielleicht auch unterscheiden, beziehungsweise ob es vielleicht nicht auch Parallelen gibt. Habt es jetzt am Beispiel Studierende mit Beeinträchtigung gemacht. Da gibt es eben eine Studie von 2016-17, wo Studierenden abgefragt worden sind, inwieweit sie sich anhand ihrer Beeinträchtigung eingeschränkt fühlen im Studium. Und in dieser Studie kam dann eben raus, dass insgesamt 11% der Studierenden überhaupt eine Beeinträchtigung haben. Und diese Beeinträchtigung, davon haben 53% der Studierenden gesagt, dass eben psychische Erkrankungen sie einschränken im Studium. Hier fand ich es besonders interessant, dass im Vergleich zu 2011, wo diese Studie zum ersten Mal durchgeführt wurde, es eine Steigerung gab. Damals waren es 45% und 20% der Studierenden meinten, ja, eine chronisch-somatische Einschränkung belastet sie. 4% haben gemeint, es gibt so eine Teileinschränkung im Bewegungsapparat. 3% sagten eher Hörbeeinträchtigung und 2% eher dann Sehbeeinträchtigung. Was interessant war, dass insgesamt 1/4 der Studierenden meinten, sie haben mehr Beeinträchtigungen, die sie eben im Studienalltag beeinträchtigt. Was aber, und darauf wollte ich hinaus, besonders entscheidend war, dass insgesamt 67% der Studierenden meinten, dass ihre Beeinträchtigungen von Dritten nicht wahrgenommen werden. Und das ist, wenn man eben diesen Studierenden, diese Studierenden berät oder unterstützt, dann eigentlich eine besondere Herausforderung. Wie kann ich jemanden unterstützen, wenn ich gar nicht sehe, was er für Beeinträchtigungen eben mit sich bringt. Und dieses Merkmal ist nicht etwas, was jetzt nur Studierende mit Beeinträchtigung haben, weil wenn wir uns jetzt die nächste Studierendengruppe anschauen, und jetzt beziehe ich mich auf Arbeiterkinder bzw. Studierenden, die Ärzte sind in der Familie, die studieren, wird man sehen, dass auch sie mit Problemen zu kämpfen haben, die jetzt für Dritte vielleicht nicht sofort erkennbar sind. Ich habe jetzt hier mal diese Tabelle mitgebracht, die in Anlehnung an den Stifterverband entstanden ist. Wo, vielleicht kennen Sie diese Tabelle schon, sie kam jetzt auch öfters in Artikeln von der Zeit raus, wo eben über Arbeiterkinder geschrieben wurde, dass insgesamt, wenn man jetzt eben diese Tabelle anschaut, dass am Anfang Akademikerkinder und Nicht-Akademiker zwar vielleicht die eingangs die gleichen Herausforderungen haben, aber umso später man eben geht im Studium, sie eben doch tatsächlich nicht die gleichen Herausforderungen haben. Das heißt, wenn man eben schaut, 47% der Akademikerkinder fangen ein Studium an, während es nur 21% bei Nicht-Akademiker sind. Das heißt, umso später man auch geht im Studium, wird eben diese Pyramide immer kleiner und am Ende wird nur ein Nicht-Akademiker-Kind die Promotion schaffen, während es bei den Studierenden mit Akademikerkindern es zum Beispiel 10 sind. Das heißt, es gibt tatsächlich schon Unterschiede, ob man eben aus einem akademischen Haushalt kommt oder eben nicht. Was aber besonders interessant ist, und es kam jetzt aus einer Studie heraus, die Diepelhofer herausgegeben hat vor einigen Jahren, dass trotz diesen
Beeinträchtigung, die Arbeiterkinder eben mit sich bringen, und da werde ich gleich ein paar Beispiele bringen, sie sich trotzdem im Studium, sie trotzdem zufrieden sind. Und das heißt, dass sie es eben trotz dieser Beeinträchtigung schaffen, sich im Studienalltag zurechtzufinden. Sei es jetzt eben durch Beratung, sei es jetzt vielleicht durch Unterstützung von anderen Kommilitonen. Das heißt, dass sie sich eben trotzdem in irgendeiner Weise in den Studienalltag integrieren können. Was jetzt aber nicht heißt, dass diese Beeinträchtigung sie nicht doch in irgendeiner Form lastet. Hierzu habe ich mal drei Beispiele gebracht, was das eben für Beeinträchtigungen sein können, die Arbeiterkinder im Studienalltag begegnen können. Das sind zum einen eben der Habitus, das heißt die eigene Herkunft ist schon von Bedeutung, weil diese Arbeiterkinder, das heißt diese Studierenden, oft, ja, ich würde schon fast sagen, so einen kleinen Kulturschock erleben, wenn sie an die Hochschule kommen. Dort wird meistens eben eine andere Sprache gesprochen, wie es eben von zu Hause sie es gewohnt waren. Das heißt, sie müssen sich jetzt nochmal neu orientieren. Das Leben und auch der Umgang untereinander ist anders, wie sie eben von zu Hause gewöhnt waren. Und sie haben dadurch auch so ein bisschen das Problem, sich auch selbst einzuschätzen, weil sie merken, dass sie eben anders sind wie ihre Kommilitonen, die eben aus akademischen Haushalten kommen, und müssen dann sich erstmal neu orientieren und haben eben dann auch das Problem, dass sie eben oft mit dieser wissenschaftlichen Sprache nicht so ganz zurechtkommen. Klar, alle Studierende werden am Anfang Probleme oft haben mit dieser Wissenschaftssprache, aber es macht halt trotzdem einen Unterschied, inwieweit man eben ansatzweise vielleicht schon davor mal, ja, einzelne Wörter vielleicht schon zu Hause beim Abendbrot gehört hat, wenn man sich eben mit seinen Eltern unterhalten hat, die eben vielleicht selber studiert hat und die dann eben diese Vokabeln vielleicht auch schon mal benutzt haben. Während eben das bei Arbeiterkindern häufig nicht der Fall ist, sie kennen diese Vokabeln nicht und müssen dann eben im Hochschulalltag sich diese Vokabeln erstmal aneignen. Was man natürlich sagen muss, das sind jetzt alles Modelle. Nicht alle Arbeiterkinder haben genau diese gleichen Probleme, so wie natürlich auch Studierende mit Beeinträchtigung nicht alle die gleichen Probleme haben werden. Und das sollte man natürlich als Lehrende bzw. als Betreuer natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass diese Barrieren, die eben diese Studierenden mit sich haben können, da sind, aber dass diese Barrieren eben unterschiedlich sein können, je nachdem, wen ich eben gerade vor mir habe. Was sie eben aber gemeinsam haben, das habe ich jetzt exemplarisch anhand dieser zwei Studiengruppen gemacht. Die Gemeinsamkeit ist, es gibt Barrieren. Diese können sichtbar sein oder unsichtbar. Und dazu habe ich zwei schöne Definitionen gefunden, die das Ganze auch nochmal, ja, kurz zusammenfassen, was überhaupt eine Barriere ist. Es ist eine Schranke. Das heißt, es ist etwas, was mich blockiert, den Weg weiter fortzusetzen, den ich eben gerne machen möchte. Und sie verhindert, dass ich eben diesen Weg weiter durchführen kann. Und gleichzeitig führt eben diese Barriere dazu, dass ich eben nicht weiterkomme, was aber langfristig nicht sein muss. Es gibt Möglichkeiten, diese Barrieren zu überwinden, und es ist beim zweiten Abschnitt widerspiegelt es eben das Ganze. Diese Barrieren sind individuell, sie sind personenabhängig, sie sind subjektiv, kontextabhängig, und darauf möchte ich eigentlich auch hinaus, sie sind zeitlich veränderbar. Sie sind veränderlich. Das heißt, je nachdem, wie man eben mit diesen Barrieren umgeht, besteht die Möglichkeit, diese Barrieren aus dem Weg zu räumen. Deswegen die Frage, wie lassen sich
Barrieren überwinden bzw. vermeiden als Lernende. Da kommen wir schon zum nächsten Abschnitt. Da beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Lehre. Dazu habe ich dieses Bild rausgesucht, weil es schon ja, so ein bisschen das abbildet, wo ich mit Ihnen gemeinsam hin möchte. Sie sehen einen Raum, Sie sehen Stühle und Sie sehen ganz vorne einen Tisch mit Stühlen, wo wahrscheinlich der Referent sitzen wird. Die Studierenden beispielsweise stehen oder sitzen eben alle vor dem Referenten. Ist das aus Ihrer Sicht heutzutage noch die Art und Weise der Lehre, wie man sie durchführen sollte, im Hinblick auf die Heterogenität der Studierenden? Wir werden es herausfinden. Fragen wir uns doch erstmal, was wünschen sich Studierende heutzutage? Studierende wünschen sich, dass sie ein Teil dieser Community sind. Sie möchten ein Teil dieser Gesellschaft sein, also dieser wissenschaftlichen Gesellschaft, wie es eine Hochschule sein kann. Sie möchten als normal angesehen werden, unabhängig davon, aus welchem sozialen Hintergrund sie haben, unabhängig davon, welche Beeinträchtigungen sie haben. Und sie möchten, und das ist jetzt die Herausforderung, trotzdem, dass die individuellen Bedürfnisse abgedeckt werden. Was machen wir jetzt als Lehrende? Es ist wichtig, an dieser Stelle die Sichtweise zu ändern. Nicht mehr einzelne Studierendengruppen zu berücksichtigen, sondern alle. Das heißt, alle Bedürfnisse aller Studierenden sollen im Blick behalten werden. Wie kann man das lösen? Dieses Problem, alle Studierenden im Blick zu behalten. Es gibt verschiedene Sensibilisierungsinstrumente, wie zum Beispiel aus dem Diversity Management oder eben der Anerkennungspädagogik, wo eben es nicht mehr darum geht, die einzelne Person im Vordergrund zu stellen, sondern die Vielfalt diesen einzelnen Individuen im Kontext der Gesellschaft, in der ich mich eben gerade begegne. Und das ist ganz wichtig, es geht darum, dass eben diese Vielfalt anerkannt und wertgeschätzt wird. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie können wir das in der Lehre mit einbauen, eben diese Vielfalt anzuerkennen und eben auch zu berücksichtigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, indem zum Beispiel das kollaborative Lernen und das selbstgesteuerte Lernen mehr in den Vordergrund kommt. Das heißt, Studierende lernen voneinander und können im Hinblick auf ihr eigenes Lernen auch selbstgesteuerte ihr Studium gestalten. Das heißt, sie können anhand der Bedürfnisse, die sie haben, selber entscheiden, wie sie ihr Studium oder eben ihr Schreibprojekt durchführen möchten. Das Ganze fordert natürlich sehr viel Flexibilität seitens des Lehrenden, der sich eben darauf einlassen muss, nicht mehr, und denken Sie gerade an die Folie, die ich am Anfang gezeigt habe, nicht mehr in den Mittelpunkt zu stehen. Nicht mehr der Lehrende steht im Mittelpunkt, sondern eben die Studierenden, die gemeinsam als Gruppe zusammenarbeiten oder eben alleine, indem sie eben selbstgesteuert anhand ihrer eigenen Bedürfnisse ihr Schreibprojekt durchführen. Was meinen wir aber allerdings mit selbstgesteuertem Lernen? Selbstgesteuertes Lernen, und hier beziehe ich mich auf Tobias Schmoll, meint, dass der Fokus heute nicht mehr auf den Lerngegenstand an sich zieht, sondern eben auf die Lernprozesse, auf die Entwicklung. Und es stellt sich an dieser Stelle
Die Frage, wie kann man heutzutage Lernprozesse ermöglichen oder anregen als Lernenden? Das heißt, wie kann ich eben Studierenden auf diesem Weg begleiten? Das kann man aus verschiedenen, mit verschiedenen Möglichkeiten. Das heißt, zum einen geht es eben heutzutage mehr darum, Lern- und Schreibkompetenzen zu entwickeln, Studierende dabei zu begleiten. Aber, und es sollte auch ein Schwerpunkt sein, es geht darum, die Studierenden zu fördern im Selbstvertrauen und in das Selbstwertgefühl. Weil nur dadurch können Studierenden auch tatsächlich beispielsweise in ihrem Schreibprojekt wirklich aufgehen. Es ist aber dafür wichtig, dass der Lernende, wie gesagt, ein Stück weit aus der lernenden Perspektive ausgeht, wie er es vielleicht bisher kennt. Das heißt, nicht mehr er steht im Mittelpunkt, sondern die Studierenden, die aber, und das ist ganz wichtig, auch bereit sein sollen, selber diese Barrikaden, die sie vielleicht eben haben, die ihm im Weg gestellt werden, auch überwinden möchten. In Begleitung natürlich des Lernendes, der sie dabei unterstützt. Gleichzeitig ist aber auch der Lernende in der Verpflichtung oder auch in dem, er sollte das Bedürfnis haben, auf die Studierenden zuzugehen, sie dabei zu unterstützen und dabei auch selber von den Studierenden zu lernen. Das heißt, anhand der Bedürfnisse der Studierenden eben zu schauen, wie kann ich sie dabei unterstützen, nachzufragen und eben anhand der Kommunikation mit den Studierenden auch dabei zu lernen, wie man eben mit dieser Vielfalt, mit dieser Heterogenität umgehen kann. Nicht so ganz leicht, gebe ich offen zu. Ich kann mir auch sehr vorstellen, dass das herausfordernd sein kann. Deswegen möchte ich jetzt das am Beispiel der Schreibdidaktik mit Ihnen durchgehen, um das Ganze mal so ein bisschen exemplarisch darzustellen. Möchte aber davor noch kurz was zur Schreibforschung sagen, weil darauf bezieht sich ja dann letztendlich auch die Schreibdidaktik. Es ist zunächst erstmal wichtig, dass Studierenden wissen und wir auch als Lehrenden, dass das Schreiben an sich keine Fähigkeit ist, die man von Geburt an kann oder eben nicht kann, sondern Schreibkompetenz ist eine Kompetenz, die man erlernen kann. Und wenn ich sage erlernen, heißt es aber auch, dass man den Studierenden die Zeit gibt, diese Kompetenzen zu erlernen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Punkte aufgelistet, wo ich sage, die gehören zum Schreibkompetenz dazu, die man auch erst erlernen muss, um eben gut ein Schreibprojekt eben zu erstellen. Zum Beispiel, klar, man sollte sich eben in seinem Fach auskennen, aber es ist natürlich auch wichtig, dass wenn man dieses Schreibprojekt auf Deutsch beispielsweise schreibt, dass man sich eben dann auch mit der Grammatik, mit der Rechtschreibung auskennt oder sich dann gegebenenfalls auch Unterstützung holt. Und eben auch, dass man kognitiv oder psychosoziale Fähigkeiten entwickelt, um eben dieses Schreibprojekt durchzuführen. Und gleichzeitig, und es ist natürlich auch immer so eine Herausforderung, die ich bei Studierenden sehe, dass ich sich technisch und aber auch auf der Ebene der Organisation entwickeln können. Das heißt, dass sie mit der Zeit lernen, wie funktioniert zum Beispiel Zeit- und Projektmanagement und dass sie eben auf dieser Ebene dann auch ihr Schreibprojekt durchführen können. Schreibkompetenz bedeutet aber auch, dass man sich eben wirklich als Lernenden eben dessen wirklich bewusst macht, was für Leistungen, und da beziehe ich mich jetzt auf das Zitat, was hinter mir eingeblendet ist, was es eben für Studierende bedeutet, ein Schreibprojekt durchzuführen, was sie für Leistungen erbringen müssen, dieses Schreibprojekt
durchzuführen. Und was es eben dann auch bedeutet, diese wissenschaftliche Arbeit, die vielleicht in 3 bis 4 Wochen beispielsweise bei einer Hausarbeit von 15, 20 Seiten geschrieben wird, was es eben bedeutet, diese Arbeit zu schreiben. Es ist dabei wichtig, dass man auch den Studierenden vermittelt, dass sowohl das Studium auch als das Schreibprojekt ein Prozess ist. Und hier kommen wir schon mal ein bisschen auf meine Lehrerfahrung hin. Ich vermittle das jedes Mal in meinen Lehrveranstaltungen und gebe es den Studierenden nicht weiter, dass sie eben darauf achten und es im Hinterkopf behalten, dass sie sich immer weiterentwickeln und dass sie aber auch immer sich Meilensteine setzen sollen. Weil ein Studium geht nun mal 6 Jahre, beziehungsweise 3 Jahre, je nachdem, wo und was man studiert. Genauso ein Schreibprojekt, eine Hausarbeit wird vielleicht in 3, 4 Wochen geschrieben. Wenn man dann aber an die Bachelorarbeit, an die Masterarbeit denkt, sind es eben nun mal keine 4 Wochen mehr, sondern vielleicht ein halbes Jahr. Und wie wichtig das dann auch ist, auch zu schauen, wo steht man gerade und was hat man schon hinter sich gebracht. Hier habe ich jetzt mal ein Bild mitgebracht, was ich aus einer Veranstaltung mitbringen durfte. Da habe ich den Studierenden als Übung gegeben, sie sollen mal ihr Studium aufschreiben. Hatte Blätter mitgebracht, ich hatte Stifte mitgebracht und hatte ihnen die freie Wahl gegeben, wie sie ihr Studium aufzeichnen. Daraus sind wunderschöne Zeichnungen entstanden, unter anderem diese Zeichnung. Und ich habe dann den Studierenden gesagt, sie sollen mal das Blatt, was sie erstellt haben, wir hatten an der Seite, an der Wand, so Pinnwände. Und da haben wir alle Zeichnungen nebeneinander hingestellt oder draufgehängt. Und es war dann wie so eine kleine Ausstellung. Und die Studierenden sind dann durchgegangen und haben halt eben auch diese Projekte diskutiert und haben sich dann unter anderem verglichen, haben aber auch anerkannt, das fand ich total toll, anerkannt, was die anderen Studierenden gemacht haben. Und daraufhin sind total tolle Diskussionen entstanden eben über diesen Prozess. Und es war dann eben auch schön für die Studierenden, sich miteinander auszutauschen und zu sehen, jo, ich bin ja doch schon so weit. Ja, ich habe schon viel geschafft. Und das kam eben durch diese Zeichen nochmal besonders gut hervor. Weil, und das sieht man eben auch nochmal sehr schön an dieser Zeichnung, es macht nochmal einen Unterschied, ob ich das einfach nur im Hinterkopf behalte, ich stehe an dem und an dem Punkt, oder ich schreibe es wirklich auf. Und das sieht man eben an diesem Bild wirklich sehr schön, wo die Studierenden auch wirklich nochmal gezeigt hat, wo sie eben steht und wo sie eben Schwierigkeiten hatte. Und das hört man ja auch in der Schreibforschung immer wieder, wie wichtig auch das ist, dass dieses Schreiben, dieses Aufzeichnen, weil eben durch das Schreiben auch erstmals diese Reflexion angeregt wird. Dazu habe ich noch eine andere Aufzeichnung mit. Ich weiß, gebe ich offen zu, sie ist nicht sehr gut gelungen. Ich habe auch überlegt, diese Aufzeichnung nochmal zu machen, habe mich dagegen entschieden, weil es eigentlich eine Quelle ist. Und als Quelle kann ich die Quelle nicht nochmal nachzeichnen. Das geht nicht. Und dann wäre es keine Quelle mehr. Diese beiden Blätter habe ich erstellt vor 3, 4 Jahren, als ich damals die Ausbildung gemacht habe bei Gerd Peuer. Und Gerd Peuer mal gemeint hat, ich wäre ein strukturfolgender Strukturschaffer. Alles um ein strukturschaffender Strukturfolger. Das heißt, ich war irgendwie beides und konnte mir das nicht vorstellen, dass beides in einer Person sein kann. Und habe das dann mal versucht, für mich so aufzulisten und musste dann feststellen, er hat recht. Es hat aber auch mir nochmal gezeigt, und das fand ich, und deswegen finde ich, also für mich ist diese beiden Bilder auch nochmal, sie sind meiner persönlichen Meilenstein, in meiner persönlichen Entwicklung, weil diese Blätter sind entstanden,
als ich die Ausbildung gemacht habe bei Gerdpeuer, aber wo ich auch gleichzeitig noch Studentin war und ich in der Schreibwerkstatt gearbeitet habe. Das heißt, ich war quasi drei Personen in einer Person, und dadurch, dass ich ja diese drei verschiedenen Perspektiven hatten, konnte ich plötzlich mich selber auch noch mal ganz anders betrachten. Und das möchte ich an dieser Stelle auch an Sie weitergeben, wenn Sie Tutoren haben, wenn Sie Mentoren haben. Animieren Sie diese wirklich auch zur Reflexion, dass Sie eben das in Form zum Beispiel eines Tagesbuchs machen oder wie ich es eben hier gemacht habe, in Form von Zeichnung. Weil, und das sage ich jetzt wirklich aus heutiger Sicht, es ist total spannend, diese Zeichnung später nochmal anzuschauen. Ich habe auch damals in der Zeit, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ein Tagebuch geführt. Das ist heute mein wichtigstes Instrument, weil in diesem Tagebuch habe ich nicht nur meine eigenen Schwierigkeiten, und ja, ich gebe offen zu, ich hatte Schwierigkeiten bei der Masterarbeit, nicht nur die abgedeckt, also quasi die Sicht der Studentin, sondern auch die der Schreibberater. Ich habe mich selber gecoacht und habe das dann auch aufgeschrieben. Ich habe aber auch gleichzeitig aufgeschrieben, mit welchen Problemen meine anderen Kommilitonen zu kämpfen hatten, und habe das verglichen mit meinen Schwierigkeiten. Und das ist aus heutiger Sicht einfach sehr schön, das in den Händen zu haben. Und deswegen auch hier wirklich die Anregung, wenn Sie Studierenden haben, die beraten, aufzuschreiben. Das ist der kostbarste Schatz, den Sie aus dieser Zeit mitnehmen können. Und das sage ich auch aus dem Grund, weil aus diesem Schatz dann quasi die Erfahrung auch herkommt. Gut, das war quasi der Baustein zu den Zeilen, die ich jetzt zeigen werde. Ich habe mich natürlich auch in der Zeit gefragt, als ich quasi am Anfang meiner Beraterzukunft war, wie möchte ich als Lernende auftreten? Klar, als Studentin hat man die unterschiedlichen Lehrenden kennengelernt. Ich habe natürlich die Schreibforschung kennengelernt durch Gerdpeuer. Ich habe in der Praxis gesehen, wie andere Lernenden umgehen, und habe für mich beschlossen, und das habe ich ja jetzt auch anhand der letzten Folien gezeigt, ich möchte flexibel sein in der Planung, in der Organisation, und ich möchte mit den Studierenden auf Augenhöhe arbeiten. Das heißt, so wie ich mit den Studierenden umgehe, soll es auf Augenhöhe passieren. Das heißt, meine Sprache und meine Haltung adaptiere ich an die Zielgruppe. Je nachdem, mit welchen Studierenden ich arbeite, versuche ich zum Beispiel nie im Blazer aufzutauchen, weil ich weiß, dass der Blazer mich schon anders darstellt, als wenn ich ohne Blazer auftauche. Da versuche ich dann wirklich im Pullover aufzutreten, oder wenn ich einen Blazer habe, sage ich wirklich auch dazu, hör zu, ich habe nachher noch die und die Veranstaltung, nehmt mich jetzt wirklich trotzdem als die Lehrenden wahr, die ich bin. Und es bewirkt schon sehr viel. Flexibel, warum schreibe ich das hier hin? Die Studierenden sind nun mal komplett unterschiedlich, und ich kann eine Lehrveranstaltung nie hundertprozentig planen. Es geht nicht, weil die Studierenden nun mal heterogen sind. Und in dem Moment, wo ich mir selber sage, ich bin flexibel, nehme ich auch quasi schon mal den Druck von mir selber weg, diese Veranstaltung so durchzuführen, wie ich es möchte. Weil darum geht es nicht. Es geht hier um die Studierenden. Es geht darum, dass die Studierenden sich wohlfühlen und dass die Studierenden, ja, daraus lernen, aus der Veranstaltung. Und entsprechend fokussiere ich die Lehre hauptsächlich nicht darauf, dass ich als Lehrenden spreche, sondern darauf, dass die Studierenden durch Diskussion, durch Übungen und sehr viele Übungen wirklich für ihr Schreibprojekt lernen. Also ich versuche, meine Lehrveranstaltung so zu entwickeln, dass zwischen 60% und 70% mindestens praktisch sind. Und dieser Theorieteil in Form von Input sehr gering ist. Und letzter Punkt, ich behalte die Einzigartigkeit im Blick. Ich habe dieses Einzigartigkeit in Anführungszeichen gesetzt, weil ich diesen Begriff zum ersten Mal in einer Veranstaltung
Benutzer, mit der mir eigentlich so, ich würde schon fast sagen, rausgerutscht ist. Es war am Ende einer Veranstaltung, ich habe mich halt bedankt und habe halt gesagt, ja, ich fand das total toll, mit Ihnen zu arbeiten und ich fand es total toll, diese Einzigartigkeit von Ihnen allen hier mit Ihnen zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, dass das Wort Einzigartigkeit, was bei den Studierenden ausgelöst hat, die haben mich alle angeguckt, als komme ich von einem anderen Planeten. Ich habe wirklich gemerkt, sie waren es nicht gewohnt, dass man wirklich hier Vielfalt, seine eigenen, diese individuellen Bedürfnisse, dass sie so hervorgehoben wurden und dass diese individuellen Bedürfnisse positiv gewertschätzt wurden. Und deswegen habe ich seitdem auch beschlossen, das Wort Einzigartigkeit immer regelmäßig in meinen Lehrveranstaltungen zu sagen. Gleichzeitig ist es mir wichtig, Thema Barrierefreiheit anzusprechen, denn ich hatte es ja vor uns definiert, Barrieren gibt es sehr viele, sichtbar oder unsichtbar. Das heißt, für mich als Lehrende kommt es darauf an, ist der Lernraum, sei es jetzt, ob es eine Online-Veranstaltung ist, Adobe Connect oder ein Seminarraum, ist der barrierefrei, ist der Weg dahin barrierefrei, das abzuklären im Vorfeld, um eben die Barrieren so klein wie möglich zu halten. Beispiel, ich war mal bei einer Veranstaltung, die Veranstaltung war im ersten Stock und es gab einen Fahrstuhl. Super, toll. Problem ist, um zu dem Fahrstuhl zu gelangen, musste man 10 Treppen laufen. Ich habe dann gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wenn jemand im Rollstuhl ist, wie kommt er zu dem Fahrstuhl? Und dann kam die Antwort, ja, es gibt doch einen Fahrstuhl. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt davor 10 Treppen. Und dann stellte sich raus, es gibt einen Hintereingang, aber dieser Hintereingang, dieser Weg dahin, der wurde nicht ausgeschildert. Das heißt, die Studierenden, die vielleicht eben diese 10 Treppen nicht laufen konnten, stehen davor und wussten nicht, wie sie weiterkommen sollen. Also es geht schon mal um solche Punkte, die man eben vielleicht vermeiden könnte. Gleichzeitig Lernmaterial, barrierefrei. Achten Sie darauf, Kontrast, einen Schwerpunkt auf Kontraste zu setzen. Ganz wichtig. Und dass Sie eben schauen, gewisse Farben eben vielleicht zu vermeiden, die für Studierende, die vielleicht nicht so gut sehen, eben zu vermeiden. Gleichzeitig überlegen Sie mal, auch reflektieren Sie, welche technischen Barrieren, Schwierigkeiten könnten sonst auftreten. Hier ein Beispiel, ich weiß nicht, inwieweit Sie alle technisch affin sind, arbeitet jemand mit Akkordeon? Ich tue es, ich habe letztes Jahr mal für die Fernuni einen virtuellen Schreibbegleiter erstellt und habe sehr viel mit Akkordeons gearbeitet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich finde diese Akkordeons total toll, aber was machen blinde Studierende? Sehen Sie diese Akkordeon? Nein, können Sie ja nicht, Sie sehen ja blind. Aber was sehen Sie stattdessen? Und habe mich dann informiert und dann stellte sie raus, Sie sehen natürlich keine Akkordeon, Sie sehen einen Fließtext. Und je nachdem, was ich eben mit den Akkordeon abbilden will, funktioniert dann meine Idee mit dem Akkordeon eben nicht mehr. Weil Akkordeons werden ja zum Beispiel auch dafür genutzt, um eine Frage zu stellen. Die Studierenden sollen über die Frage nachdenken und dann das Akkordeon öffnen, um dann die Antwort zu lesen. Was für Studierende, die sehen können, logisch ist. Für Blinde eben nicht, weil wir sehen ja einen kompletten Fließtext. Das heißt, ich muss die Frage so umformulieren, dass für den Student oder die Studentin es klar rüberkommt, Achtung, hier ist eine Frage, jetzt überleg mal und erst dann lese weiter. Und seit ich das gelernt habe, schreibe ich wirklich die Fragen ganz anders und habe gemerkt, die Fragen werden auch viel klarer, weil mir ist dann aufgefallen, das stimmt eigentlich. Er sagt mir eigentlich, dass alle Studierenden, und ich meine jetzt nicht die blinden Studierenden, sondern andere Studierenden, wer sagt mir, dass sie verstanden haben, dass sie nicht weiterlesen sollen?
Das heißt, ich habe dann immer in Klammern hintergeschrieben, ja, reflektieren Sie erstmal über die Frage, bevor Sie weiterlesen. Und dadurch wird die Frage plötzlich eine ganz andere. Und das macht eben dann die ganze Übung nochmal viel klarer. Das heißt, aus einer Frage, wo ich nur eine einzelne Studiergruppe im Hinterkopf hatte, habe ich plötzlich eine Chance für alle gesehen. Gleichzeitig Thema Sprache. Achten Sie darauf, auf Augenhöhe zu arbeiten oder zu kommunizieren. Es gibt so viele Fallstricke. Thema Alltagssprache, Wissenschaftssprache oder Faden. Ich lese oft, ja, achten Sie darauf, auf den roten Faden. Ja, was ist der rote Faden? Wer erklärt mir das? Ich habe auch oft in Ratgebern gelesen, achten Sie auf den roten Faden. Es wurde aber nirgendwo erklärt. Ja, wie sollen Studierenden wissen, dass sie auf den roten Faden achten sollen, wenn es aber nirgendwo erklärt ist? Da ist es wichtig, erklären Sie solche Begriffe. Machen Sie Beispiele, ganz, ganz wichtig. Gerade auch, wenn es um Begriffe geht wie, schreiben Sie nicht romanhaft. Man kann nicht davon ausgehen, dass Studierende wissen, was es bedeutet, nicht romanhaft zu schreiben. Weil je nachdem auch, mit welchem Hintergrund sie kommen, wissen sie eben nicht, was es alles bedeutet unter einem Roman. Was bedeutet es, nicht romanhaft zu schreiben? Das wissen viele nicht. Und wenn sie keine Beispiele machen, hilft eben ein Satz wie, schreiben Sie nicht romanhaft, nicht wirklich weiter. Entsprechend achten Sie darauf, Missverständnisse, Unverständnis hervorzubringen, indem Sie wirklich versuchen, viele Rückfragen zu stellen. Also bei Sachen, wo Sie merken, das könnte missverstanden werden. Fragen Sie nach. Gucken Sie, ob die Studierenden wirklich verstanden haben, was Sie meinen. Machen Sie viele, und ich betone wirklich viele Beispiele, machen Sie viele Übungen. Weil nur auch durch diesen praktischen Input werden die Studierenden wirklich merken, ob sie das verstanden haben. Und das meine ich auch eingangs mit, als ich meine Flexibilität der Lehrenden. Nehmen Sie sich ein Stück weit hinweg und geben Sie wirklich den Schwerpunkt auf die Studierenden, die in Einzelarbeit oder eben Gruppenarbeit an ihren Schreibprojekten arbeiten und dadurch ins Reflektieren kommen. Nutzen Sie Lego. Lego ist heutzutage eine Möglichkeit, wie man eben Studierenden auch ermutigen kann, über ihr Schreibprojekt nachzudenken. Es kommt mittlerweile immer mehr auch an den Hochschulen an. Lego kann sehr gut in Seminaren oder in Veranstaltungen genutzt werden, sowohl um Einzelarbeit zu fördern, als auch die Arbeit im Plenum oder Gruppenarbeit. Das Schöne ist eben daran, ich benutze verschiedene Sinne. Das heißt, die Studierenden haben etwas zum Anfassen. Gleichzeitig denken sie eben darüber nach, was sie eben da gerade erstellen. Und was ich auch häufig merke, Lego wird mit was Positivem in Verbindung gebracht. Lego sind Kindheitserinnerungen. Und das Schöne ist, ich habe das auch schon mal mit Flüchtlingen gemacht und für die war das total toll. Sie hatten mal wieder was in der Hand, was sie von früher kannten. Und da sind auch manchen wirklich zu Tränen die Augen geflossen, weil sie gemerkt haben, ja, hier gibt es auch wirklich etwas, was ich wirklich kenne. Was sie hier sehen, ist in die Arbeit mit Lehramtsstudierenden, mit denen ich zusammengearbeitet habe und wo es darum ging, sie sollten etwas erstellen zum Thema Lernen. Sehr spannend finde ich die Figur, wo ich drunter geschrieben habe, Einzelarbeit, weil, und das finde ich sehr toll, und das wollte ich als Exempel bringen, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, hier ist ein Eimer. Ich weiß nicht, was Sie unter diesem Eimer deuten. Wir haben alle gemerkt in der Gruppe, dass wir diesen Eimer, diesen Papierkorb, missverstanden haben. Wir haben alle halt gedacht, ja gut, es ist ein Eimer, wo die Sachen reinkommen, die man nicht zum Lernen braucht, die unnötig sind. Derjenige, der es erstellt hat, hat uns angeguckt und gemeint, nö, wieso? Da kommt alles rein, was ich wissen möchte, was ich für die Zukunft behalten will. Und da hat man eben erst gemerkt, dass erst durch die Diskussion
wirklich klar wurde, was gemeint ist. Und es ist dann eben auch etwas Rückkopplung zu Schreibprojekten bringen kann, dass man sagt, ja, achte darauf, zielgruppengerecht zu schreiben. Denn nur so könnt ihr Missverständnisse aus dem Weg räumen. Beispiel Papierkorb, der eben unterschiedliche Bedeutung haben kann. Was auch schön ist, durch dieses haptische Gefühl, durch die Diskussion, konnten Studierende plötzlich auch ihr Schreibprojekt nochmal ganz anders deuten. Sie konnten plötzlich Sachen sagen, die sie, bevor ich diese Lego-Übung durchgeführt habe, gar nicht sagen konnten. Und das finde ich auch immer total spannend. Das sieht man jetzt bei den Bildern sehr schön. Das außen rechts von mir hat ein Student gemacht, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, da ist irgendwas. Und dann hat er diese Figur erstellt, als ich gemeint habe, das war eine Aufgabe, sie sollen ihr Schreibprojekt mit Lego erstellen. Ich hatte keine weiteren Angaben gemacht, sie sollen einfach was erstellen. Und dieser Student hat diese Figur gemacht und ich habe dann gefragt, was er damit meinte. Und er meinte dann, ja, so ganz genau weiß er das eigentlich auch nicht, aber er stellt jetzt seine Hausarbeit dar. Dann habe ich gemeint, ja, aber diese Figur steht schief, hat es irgendeine Bedeutung? Und dann stellt es sich raus, ja, es hat eine Bedeutung. Er kommt gerade gar nicht klar mit seiner Hausarbeit, er hat totale Schwierigkeiten und er hat das Gefühl, die ganze Hausarbeit geht in den Bach runter. Und das hatte er ungewollt, ohne es aktiv zu sagen, mit dem Lego dargestellt. Und es ist ihm dann erst durch das Lego wirklich klar geworden, mit was für Schwierigkeiten er gerade zu kämpfen hatte. Und das fand ich auch so interessant, eben was aus diesem Lego wirklich plötzlich für Impulse oder Bedürfnisse plötzlich von den Studierenden herauskommen. Was auch sehr schön ist, das zweite Beispiel, die Hausarbeit als Haus. Toll, auch eine schöne Metapher. Das Besondere daran und deswegen auch als Beispiel, der Student, der das gemacht hat, hat es nicht selber erstellt. Das wurde durch einen anderen Studierenden erstellt für ihn, weil der Student es selber nicht erstellen konnte, weil er körperlich eingeschränkt war. Er konnte nicht mit den Händen arbeiten und musste dann dem anderen Studierenden mitteilen, wie dieses Haus aussehen soll, mit welchen Legosteinen er benutzen sollte, um dieses Haus zu erstellen. Und es war halt für die anderen total interessant, weil es gab sehr viele Missverständnisse. Der eine hat halt gemeint, als wäre der, der es erstellt hat, wollte dann irgendwelche Legosteine nehmen, die der das Haus ja haben wollte, nicht haben wollte. Und da gab es unterschiedliche Missverständnisse, bis dann dieses Haus stand. Und ich habe das dann aber auch genutzt, um mit den anderen Studierenden anhand diesem Beispiel zu diskutieren, wie man das eben, was das für Bedeutung für ein Schreibprojekt haben kann, diese Missverständnisse. Und da konnte man auch wieder sehr schön das eben auf die Wissenschaft sprechen und auf die Zielgruppe richten, wie wichtig es ist, Begriffe zu definieren, wie wichtig es ist, klar und präzise zu schreiben, denn nur so können Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden. Und das fand ich anhand diesem Beispiel eben auch sehr schön und was eben auch zeigt ist, dass Behinderung auch als Chance gesehen werden kann, weil hätte der Studierende nicht diese Einschränkung gehabt, wäre das nicht zu sich herausgekommen, mit was für Schwierigkeiten er zu kämpfen hat, indem er nur durch die Sprache sagen muss, was er haben möchte. Und diese Schwierigkeit habe ich als Chance genutzt, um eben mit den anderen Studierenden zu besprechen, was man eben machen kann, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Machen Sie viele Übungen zur Wissenschaftssprache. Das ist zum Beispiel eine Übung, die ich sehr häufig nutze. Wissenschaftliche Stille Post. Ein Studierende schreibt einen Alltagssatz. Ein zweiter Student macht aus dem Alltagssatz einen wissenschaftlichen Satz. Und der dritte Student macht aus dem Wissenschaftssatz wieder einen Alltagssatz. Sie kommt sehr gut an, diese Übung. Ich muss oft sehr viele Wiederholungen machen, weil es wird sehr sichtbar, wie sich der Satz verändert. Und es zeigt auch dieses Beispiel sehr schön.
der Satz wird plötzlich länger. Und am Ende, wenn man die beiden Alltagssätze miteinander vergleicht, stimmt sie auch nicht mehr hundertprozentig. Und das kann man dann eben auch mal nutzen, um nochmal so zu erkennen, ja, was meine ich eigentlich mit Wissenschaftssprache und ist Wissenschaftssprache tatsächlich so kompliziert, wie es immer klingt? Ja, man kann je nachdem, was bei diesen einzelnen Sätzen rauskommt, immer sehr unterschiedliche Sachen mit den Studierenden nutzen oder besprechen. Was aber für die Studierenden total spannend ist, sie merken erst dann, für sie wird auch nochmal an dieser Stelle wirklich sichtbar, was ist der Unterschied Alltagssprache, Wissenschaftssprache. Weil das ist häufig etwas, wo Studierenden eben Probleme haben, diese beiden Sprachen auseinanderzunehmen oder auseinanderzutrennen. Und das sieht man eben daran sehr schön, dass sie plötzlich, ja, das zum ersten Mal auch wirklich so erkennen, wo denn dann die Unterschiede sind. Ein anderer Punkt, geben Sie viele Hilfe zur Selbsthilfe. Ich sage es auch immer ganz offen zu den Studierenden. Mir ist es wichtig, dass Sie wirklich aus diesen Veranstaltungen, die ich mit Ihnen durchführe, wirklich nicht nur jetzt für Ihr Schreibprojekt mitnehmen, sondern auch für Ihr Studium. Das heißt, Sie sollen aus dem besten Falle aus der Veranstaltung gehen und sich so einen kleinen eigenen Beratekoffer gepackt haben, aus dem Sie dann hin und wieder mal was rausziehen, was Sie dann eben vielleicht verwenden können. Hier mal ein Beispiel. Rechts, das, was man jetzt nicht so gut bezieht, weil es auch wieder eine Quelle ist, ist zum Beispiel mein eigener Semesterplan gewesen für meine Masterarbeit, wo ich für jede Woche im Post-it hatte, meine Sachen draufgeschrieben habe und am Ende die Post-its abgenommen habe, um dann zu schauen, habe ich alles geschafft. Und was ich nicht geschafft habe, ist dann die Woche drauf auf den anderen Post-it gelandet. Und so hatte ich dann auch immer im Blick, ja, wie viele Wochen es noch ist bis zur Abgabe und habe auch immer meine ganzen To-Dos im Blick gehabt, was total wichtig ist. Und diese Übung mache ich tatsächlich auch regelmäßig mit den Studierenden. Sie sollen selber für sich so einen Semesterplan erstellen. Und ich achte penibelst darauf, dass Sie, und das sieht man ganz unten, dieser ganz kleine gelbe Zettel, dass Sie sich auch Belohnung setzen für besondere Meilensteine. Weil, und das merke ich so häufig bei den Studierenden, sie powern oft durch, weil sie denken, ja, ich muss halt jetzt das Schreibprojekt in irgendeiner Form durchkriegen, koste es, was es wolle. Und indem ich ihnen eben zeige, ja, schau mal, was hast du für Meilensteine, setz Pausen gezielt ein, überleg dir, was könnte dir gut tun, kommen sie auch nochmal so in die Reflexion, ja, welche Bedürfnisse habe ich überhaupt, was brauche ich selber, um dieses Schreibprojekt durchzuführen. Gleichzeitig versuche ich auch mit den Studierenden innerhalb der Veranstaltung sehr viele Momente zu nutzen zur Reflexion, also zur Selbsteigenreflexion, aber auch im Hinblick auf die Gruppe. Das heißt, ich habe angefangen, so einen Meilensteinplan zu entwickeln, den sieht man jetzt links von mir, wo ich für jede einzelne Phase, die ich eben in dem Seminar mit den Studierenden durchführe, Abschnitte gebe, wo Studierende Feedback geben sollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop durchführe, wo es allgemein um die wissenschaftliche Arbeit geht, heißt, ich habe die Planungsphase, ich habe die Schreibphase, ich habe die Überarbeitungsphase, dass ich dann für jede Phase Post-its den Studierenden gebe und sie dann, wenn die Phase abgeschlossen ist, Feedback auf diesen Post-it geben, was haben sie mitgenommen. Das heißt, am Ende wird dann dieses Poster komplett voll sein mit unterschiedlichen Post-its und dieses Poster wird dann meistens von den Studierenden abfotografiert, so quasi als ja, Erinnerungsposter, Erinnerungsfoto, was sie eben in den einzelnen Phasen nutzen sollen oder beachten sollen. Und das ist etwas, was in Gemeinschaft entstanden ist, wo aber jeder dazu beigetragen hat. Und das ist auch für die Studierenden auch nochmal eine sehr schöne Erinnerung eben an den Workshop. Das Ganze kann man natürlich auch online übrigens durchführen, weil auch online gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel bei Adobe Connect, wie man eben die Studierenden auch dazu animieren kann, A, in die Selbstreflexion zu kommen, B,
sich auch mit anderen Studien auszutauschen. Bei Adobe Connect zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, Umfragen zu gestalten oder die Studien darauf antworten. Es gibt die Möglichkeit, Gruppen, Arbeitsräume zu gestalten, wo ich dann die Studierenden in unterschiedliche Arbeitsgruppen, virtuelle Arbeitsgruppen führen, wo sie dann in Dreiergruppen beispielsweise einen Teil ihrer Arbeit diskutieren, in Form eines Chats oder in Form einer Videokonferenz. Also vieles, was man Präsenz machen kann, kann man auch online machen. Man muss es manchmal adaptieren, aber, und das ist meine Erfahrung jetzt aus den vergangenen Jahren, in irgendeiner Form ist alles möglich. Man muss es wollen und man muss sich auch, ja, man muss sich der Herausforderung stellen, auch gewisse Barrieren, die vielleicht technisch im ersten Moment vielleicht da sind, auch aus dem Weg zu räumen. Sowohl eben als, in Form als Lehrender, als eben auch als Studierender. Und für mich als Lernenden ist es natürlich auch wichtig, dass ich mir regelmäßig Feedback hole von den Studierenden. Ich hatte ja eingangs gesagt, wie wichtig es ist, dass ich als Lehrende auch mich ein Stück weit zurücknehme und quasi den Studierenden im Mittelpunkt stelle. Gleichzeitig brauche ich aber auch das Feedback von den Studierenden, wenn ich halt gewisse Übungen zum Beispiel durchführe, ob das, was ich eben hier gerade mache, für sie sinnvoll ist oder eben nicht. Weil ich hatte ja eingangs gesagt, es sind eine heterogene Gruppe. Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und nur durch das Feedback dieser unterschiedlichen Studierendengruppen werde ich dann lernen, ob diese Übung eben für die Dominik, wie ich es eben jetzt in dem Seminar habe, gut ist eben oder eben nicht, damit ich beim nächsten Mal diese Übung vielleicht nochmal ein bisschen verändern kann. Wie macht man Feedback? Kommen wir jetzt auch schon fast zum Abschluss. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Zum einen eben wie dieses Poster, was ich gerade gezeigt habe. Gleichzeitig natürlich am Ende einer Veranstaltung in Form eines Feedbacksbogen, Evaluationsbogen. Das machen ja wahrscheinlich viele von Ihnen. Ich habe mir aber auch angewöhnt, weil ich gemerkt habe, dass je nachdem, mit was für Studierenden ich arbeite, diese Feedbackbogen nicht so ganz gut funktionieren. Und vor allem, ja, sie möchten mir nicht immer alles sagen. Also sie möchten mir es auch nicht direkt sagen. Selbst wenn es eine schriftliche Evaluation ist, wo sie keinen Namen draufschreiben wollen. Und ich habe überlegt, wie kann ich, gerade wenn ich zum Beispiel ich arbeite auch viel mit chronisch kranken und behinderten Studierenden, wie kann ich trotzdem das Bestmögliche mitnehmen für mich als Lernende? Ich möchte ja dazu lernen. Und es gab mal einen Zwischenfall bei einem Seminar und daraufhin habe ich dann ein gewisses Fazit für mich gezogen. Ich hatte mal eine Studierende, die hatte Asperger-Syndrom. Ich hatte natürlich gemerkt, dass irgendwas mit der Studierenden war. Sie hatte sich aber auch nicht als solche gezeigt und hat es dann quasi erst abschließend in der Feedbackrunde gesagt. Und daraufhin habe ich beschlossen, ich gebe am Anfang des Seminars eine Tasche raus und immer, wenn jemand das Gefühl hat, er möchte mir was sagen, traut sich aber nicht, kann er das in die Tasche machen. Und ich schaue dann regelmäßig in die Tasche rein und versuche anhand der Rückmeldung eben das Seminar nochmal zu adaptieren. Und natürlich auch regelmäßig Feedbackrunde, ganz wichtig, um dann eben auch eine Diskussion mit den Studierenden zu schauen, eben wie man diese Veranstaltung vielleicht noch adaptieren kann. Fast abschließend, wie kann man zukünftig die Heterogenität der Studierenden bestmöglich unterstützen? Ich hatte es ja zwischendurch schon mal gesagt. Ja, vielleicht durch Ausbildung, Weiterbildung von Tutoren und Mentoren, auch im Hinblick auf Diversität. Hier ein Beispiel, das Poster. Habe ich gemeinsam mit einer Kollegin für unsere E-Tutoren und E-Mentoren an der Technischen Hochschule gemacht, die bei uns eine Ausbildung durchlaufen und wo es auch zum Beispiel um das Thema Mediendidaktik geht. Und da hatte ich gesagt, ganz ehrlich, es ist heutzutage wichtig, dass ich auch
sie was zum Thema Diversität auch dazu Anregungen bekommen. Und dann sollten sie anhand ihres eigenen Ausbildungskurses, der auf INEAS abgebildet war, überlegen, was müssten sie verändern, damit dieser Kurs auch für Blinde zugänglich ist. Und daraufhin ist dann eben dieses Poster entstanden. Gleichzeitig, auch das möchte ich gerne als Anregung weitergeben, es ist wichtig, dass man heutzutage sich mit anderen Einrichtungen vernetzt. Es ist klar, dass wir nicht alles über alle Studierendengruppen wissen können, aber umso wichtiger ist der Austausch und die Vernetzung mit Personen, mit Experten, die sich eben vielleicht in diesem Gebiet auskennen. Sei es jetzt durch Sprechstunden, durch offene Tisch oder durch irgendwelche Veranstaltungen oder eben auch, dass man Kooperationen macht. Wie ich jetzt zum Beispiel hier Exemplar, ich habe durch meine Arbeitsstelle eine Kooperation mit Arbeiterkind in Lemgo gegründet und daraufhin sind dann so kleine Studientipps entstanden, wo ich aus der E-Mentoren Sicht dann quasi Werbung mache für den Stammtisch von Arbeiterkind, der einmal im Monat stattfindet und wo ich dann auch reinschreibe, kommt mal vorbei, ihr lernt dann auch das E-Mentoring-Team kennen. Also dass quasi beide Seiten auch voneinander profitieren. Ja, das sind jetzt nur zwei Beispiele, was man zukünftig alles noch verbessern könnte. Aber ich denke, wir sind jetzt schon mal auf einem ersten guten Weg. Sie sind hier bei der Veranstaltung gewesen. Das zeigt, das Thema stößt heutzutage schon auf Interesse. Und das freut mich natürlich total. Deswegen vielleicht noch ein kleines Fazit zum Abschluss. Natürlich kann Heterogenität als Herausforderung gesehen werden, aber anhand der Barrieren, die eben unsichtbar oder sichtbar sein können, kann es als Herausforderung gesehen werden. Aber wenn man eben daran denkt, dass diese Vielfalt der Studierenden auch für andere Studierende als Chance gesehen werden, weil sie auch viel für sich mitnehmen können, ich als Lehrende, kann man eben diese Bedürfnisse der Studierenden, die im Anfangs vielleicht als Herausforderung gesehen werden, auch als Chance nutzen, um eben die eigenen Lernveranstaltungen zu optimieren und eben langfristig auch für ein besseres Miteinander, untereinander eben zu haben. In der Hinsicht vielen Dank für Ihr Kommen und auf eine gute Zukunft in 2020 und darüber hinaus. Thank you.